Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Tasmin und ich hoffe, euch geht es heute gut. Und ich habe heute die besten Bücher 2016 für euch. Ich habe dieses Jahr 95 Bücher gelesen, was verdammt viel ist. Und worüber ich sehr glücklich bin, dass ich so viel gelesen habe. Und da waren auch einige richtig, richtig tolle dabei. Deswegen kann ich mich leider nicht auf eine Top 10 beschränken. Es sind 16 Bücher. Ich versuche mich zu beeilen und irgendwie nicht so viel zu den einzelnen Büchern zu sagen, um euch alle vorstellen zu können. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass jedes dieser Bücher ein riesen Buchtipp für mich ist, dass ich jedes dieser Bücher über alles geliebt habe dieses Jahr. Und ja, lasst uns loslegen. Das erste Buch ist ein ganz kleines und zwar ist das Vom Mann der Auszug, um den Frühling zu suchen. Eine Reise zur Leichtigkeit von Clara Maria Bargus. Und das ist ein märchenhaftes Buch. Also wer Märchen mag, der sollte sich das anschauen. Es ist eine Art modernes Märchen und ja, es ist richtig, richtig schön geschrieben. Der Schreibstil ist toll, man ist sehr schnell durch, weil es ist, wie gesagt, ein sehr kleines, dünnes Buch. Und ja, es ist sehr, 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 sehr viel Weisheit in diesem Buch. Also man nimmt wirklich viel mit. Auch das nächste Buch hat ein sehr kleines Format. Und zwar ist das Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben von Matt Haig. Und ich glaube, ihr seht's. Es ist mit sehr, sehr, sehr vielen... Stell scharf, bitte, danke. Es ist mit sehr, sehr, sehr vielen Stickern beklebt. Ganz viele davon sind von mir. Ein paar sind auch schon von meiner Mama, weil die das momentan auch liest. Und es ist ein fantastisches Buch. Also jeder, der mit Depressionen zu tun hat, weil er es selber hat oder irgendwie im bekannten Freundesfamilienkreis hat oder der einfach gerne diese Krankheit besser verstehen möchte, der sollte dieses Buch lesen. Denn es geht hier um Matt Haigs eigene Erfahrung mit Depressionen. Also es ist seine Geschichte, aber es ist auch viel Fakten rund um Depressionen und so ein bisschen, ja, es ist halt einfach irgendwie ein Sachbuch und gleichzeitig so ein bisschen biografisch und ja, es ist große Klasse. Ich finde, er porträtiert die Krankheit hier sehr gut und es ist aber kein Buch, was einen runterzieht. Also es macht einen jetzt nicht irgendwie traurig oder man fühlt sich dann noch schlechter mit der Depression. Nein, sondern es ist ein Buch voller Hoffnung. Es ist ein sehr, sehr, sehr positives Buch und deswegen kann ich das jedem nur empfehlen. Das nächste Buch ist Sci-Fi und ich bin gerade dabei, Sci-Fi so ganz, ganz langsam für mich zu entdecken. Und zwar ist das Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten von Becky Chambers. Das ist ein Buch, das mich irgendwie nicht mehr loslässt. Es ist ein unglaublich schönes Buch. Es spielt auf einem Raumschiff, das ja zwischen den Planeten hin und her reist und wo ganz, ganz, ganz viele verschiedene Wesen auf diesem Schiff sind. Also es sind nicht nur Menschen, sondern es sind auch Wesen von anderen Planeten dabei. Verschiedene Kulturen, verschiedene Arten zu leben und zu lieben treffen hier aufeinander. Und das ist einfach ganz, ganz toll gemacht. Es geht auch sehr viel um Toleranz und Akzeptanz und darum, dass wir alle verschieden und doch irgendwie alle gleich sind und dass positive Handlungen meistens besser sind als negative und so weiter. Und mir ist die Crew wahnsinnig ans Herz gewachsen. Die Charaktere sind alle sehr, sehr gut porträtiert in all ihren Unterschieden. Und ja, ich vermisse die Crew sehr. Ich glaube, das ist definitiv ein Buch, was ich auch irgendwann nochmal lesen werde, einfach weil ich die Crew so sehr vermisse. Und ja, ich kann es euch definitiv empfehlen. Es lehrt einen auch viel über die eigene ja, Menschlichkeit. Dann ein Buch, von dem, glaube ich, fast alle wissen, dass es in diesem Video heute vorkommt, nämlich Frühstück mit Elefanten als Rangerin in Afrika von Gesa Neitzel. Über das Buch habe ich ja schon sehr viel gesprochen, weil es mich total umgehauen hat. Ich habe dieses Buch geliebt. Und zwar ist das die Geschichte von Gesa, die auch hier vorne drauf ist. Das Cover finde ich übrigens auch natürlich richtig, richtig schön. Es geht um ihre Geschichte. Sie hat irgendwann ihre Sachen gepackt, ist nach Südafrika geflogen und hat sich zur Rangerin ausbilden lassen. Beziehungsweise zum Safari-Guide. Und ja, absolut, absolut großartig. Sie schreibt wundervoll, sie nimmt einen mit, man ist mit in Afrika. Man ist danach kurz davor, selber ein Ticket dahin zu kaufen und sich selber da ausbilden zu lassen. Es lehrt einen viel über das Leben und über die Natur und man bekommt auch wieder Respekt vor der Natur und vor dieser Erde, wenn man dieses Buch liest. Und das finde ich einfach richtig wundervoll und eine riesen Empfehlung von mir. Dann habe ich noch Liebe ist was für Idioten wie mich von Sabine Schoda und dieses Buch sieht nicht so aus, als wäre es eins meiner Lieblingsbücher. Ich finde das Cover ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich finde den Titel grauenvoll, ich finde den Klappentext grauenvoll, ich finde alles in diesem Buch schrecklich. Und dann habe ich es gelesen, beziehungsweise ich habe es als Hörbuch gehört und es wird von Sascha X gelesen. Und Sascha X ist eine phänomenale Sprecherin, die, also wenn ihr das Buch lesen möchtet, ich empfehle euch wirklich, wirklich, wirklich das Hörbuch. Diese Geschichte ist so ganz anders, als man es erwarten würde. Es überrascht einen, vor allem, wenn man irgendwie diesen furchtbaren
Klappentext gelesen hat. Es ist ganz anders als viele, viele Geschichten, die ich je gelesen habe. Es ist sehr düster. Die Charaktere sind irgendwie einfach anders. Also vor allem sie ist einfach... Sie ist nicht das liebe, tolle, hübsche Mädchen. Nein, sie ist halt irgendwie so ein Gothic und sie hat meistens schlechte Laune und ich liebe das. Und ja, also dieses Buch, ich habe am Ende des Buches so geheult. Ich habe noch nie in meinem Leben bei einem Buch so sehr geweint. Ich weine generell eigentlich nie bei Büchern. Und da war es, also es wäre schon viel gewesen, wenn ich irgendwie eine Träne vergossen hätte. Das wäre schon absolutes Maximum normalerweise gewesen. Aber ich lag wirklich heulend und schluchzend auf dem Boden am Ende dieses Buches. Weil, ja, jedes Mal, wenn ich darüber rede, fallen mir keine Worte dafür ein, weil es einfach so gut war. Das nächste Buch ist auch ein Buch, was einen theoretisch zu Tränen rühren kann, was aber eigentlich ein sehr positives und fluffiges Buch ist. Und zwar ist das Ich gebe dir die Sonne von Jandy Nelson. Ein Buch, was mich unglaublich glücklich gemacht hat und definitiv auch in die absoluten Top-Spitzen dieses Videos gehört. Es ist übrigens nicht irgendwie sortiert, sollte ich vielleicht dazu sagen. Es ist ein Jugendbuch und es geht um Verlust, aber es geht ganz vor allem auch um Geschwister und um Familie und um Zusammenhalt und um Veränderung und um Kreativität und um Kunst und um Träume verwirklichen und noch mehr Kreativität und der ganze Schreibstil ist so kreativ und die Geschichte auch und die Charaktere auch und es ist einfach, es ist ein Buch, was mich wirklich von vorne bis hinten, bis auf eine Szene, wirklich komplett voll und ganz überzeugt hat und was ich sehr, sehr, sehr geliebt habe dieses Jahr. Dann habe ich noch ein Sachbuch in dieser Liste und zwar ist das Dunkle Materie und Dinosaurier, die erstaunlichen Zusammenhänge des Universums von Lisa Randall. Das habe ich, ich glaube, im Oktober gelesen und ja, das ist ein sehr dickes Sachbuch, es sind 400 Seiten, aber sie lohnen sich wirklich sehr. Es geht hier um das Universum und zwar fängt sie an, indem sie ganz simple Sachen erklärt, von denen man weiß, was sie eigentlich sind, auch wenn man es meistens dann irgendwie doch nicht weiß und doch eines Besseren belehrt wird in diesem Buch. Und sie fängt bei den simpleren Sachen an und steigert sich dann zu den komplexeren Sachen, kommt dann zu Theorien von dunkler Materie und auch irgendwann, wie dunkle Materie vielleicht mit Dinosauriern zusammenhängen könnte. Und dieses Buch ist einfach so großartig, weil sie schreibt das wirklich auf einer perfekten Ebene. Es ist nicht irgendwie für Dummies geschrieben, also es ist jetzt nicht total anspruchslos. Ich glaube auch, dass Leute, die jetzt irgendwie Astrophysik oder sowas studieren, dass denen das auch Spaß machen könnte, das zu lesen. Und ja, aber es ist auch für Laien wie mich definitiv was, weil es auch nicht zu fachmännisch geschrieben ist. Also es sind jetzt nicht dauernd irgendwelche Begriffe und Namen, mit denen man nichts anfangen kann. Sondern sie erklärt einfach wirklich alles, aber auf einer sehr angenehmen Ebene, führt dann am Ende alles zusammen und man ist plötzlich mittendrin in dieser komplexen Welt der dunklen Materie und das ist einfach großartig und ich kann es euch, wenn ihr euch auch nur ein bisschen für Astronomie oder für das Universum interessiert, kann ich euch dieses Buch auch nur empfehlen. Dann habe ich ein englisches Jugendbuch gelesen, nämlich Simon vs. The Homo Sapiens Agenda von Becky Albertalli. Das Ganze heißt auf Deutsch nur drei Worte. Ich habe das Ganze auf Englisch gelesen als E-Book und ja, was für ein fantastisches Buch. Es ist LGBTQ, wie übrigens auch Ich gebe dir die Sonne, das ist auch LGBTQ. Es geht ja um Simon, der erpresst wird, weil er mit jemandem E-Mails schreibt, mit einem anderen Jungen und es ist die süßeste Liebesgeschichte unter der Sonne. Also ich meine, das sage ich als jemand, die Kitsch und Liebesgeschichten eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann. Aber Simon vs. The Homo Sapiens Agenda hatte mich irgendwie und ich fand das einfach so zuckersüß und ich war einfach voll dabei. Und ja, große Empfehlung. Dann haben wir wieder Fantasy und zwar Die Furcht des Weisen Teil Band 2 von Patrick Rothfuss. Auch das war wieder großartig. Ich fand ja die ersten zwei Bücher, beziehungsweise anderthalb Bücher, fand ich ja schon richtig, richtig, richtig gut. Und dann kam das Buch und das hat dann noch eins draufgesetzt. Also wirklich, die ersten Bücher waren toll und toll geschrieben und Charaktere und was weiß ich. Und in dem Buch kam dann plötzlich die Action dazu und das war einfach großartig. Also in dem Buch ging es richtig los und das hatte mich total bei der Stange. Und ja, kann ich auch wieder nur empfehlen. Diese ganze Reihe kann ich nur empfehlen. Also es sind Klassiker in meinen Augen. Und ja, jetzt bin ich an dem Punkt, wo alle sind. Nämlich, dass wir auf den dritten Teil warten. Bei Fantasy gibt es allerdings noch ein Buch, was ich, glaube ich, am allerliebsten mochte dieses Jahr. Und zwar war das Die Traumknüpfer von Caroline Wahl. Das ist ein Einzelband, was ja im Fantasy-Genre sehr, sehr, sehr selten ist. Und wenn, sind die meistens ein bisschen seltsam oder es sind Jugendbücher. Das ist hier nicht der Fall. Das ist ein Erwachsenen-Fantasy-Buch. Es ist anspruchsvoll, es ist großartig, es ist komplex, es ist detailliert und
Es ist fantastisch, es ist einzigartig, es ist einfach große, große, große Klasse. Also Caroline Wahl hat mit diesem Buch wirklich was geschaffen, was ich so noch nie im Fantasy gesehen habe. Und sie ist auch noch eine deutsche Autorin, was mich natürlich noch ein bisschen glücklicher macht. Ein unglaublich fantastisches Buch, was ich jedem nur empfehlen kann, der irgendwie an Fantasy interessiert ist. Es ist High Fantasy und es ist nicht kitschig. Es ist nicht kitschig, was ich auch ganz, ganz toll fand. Es ist nicht kitschig, es ist keine Romantasy, es ist nicht leicht, es ist nicht zu abgefahren. Es ist einfach unglaublich interessant und einfach sehr, sehr, sehr besonders, sehr einzigartig. Und dadurch, dass es ein Einzelband ist, könnte man denken, dass da irgendwas verloren geht. Und das ist aber überhaupt nicht der Fall. Es ist eine perfekt abgeschlossene Geschichte, der es an nichts fehlt. Und lest dieses Buch. Lest es. Lest es, lest es, lest es. Und ich verspreche es, das letzte Sachbuch in dieser Liste ist Imagine von Jona Lehrer. Das ist ein Buch, in dem es um Kreativität geht. Das ist ein ganz, ganz, ganz wundervolles Buch über Kreativität. Jeder, egal ob Künstler, Autor, Sänger, Musiker, wie auch immer, jeder, der irgendwas mit Kreativität zu tun hat und auch gerne kreativ tätig sein möchte, auch als Entwickler in irgendwelchen großen Firmen, also sei das jetzt Verpackungsdesign oder Innovationen in der Technik, alles, wofür man Kreativität braucht, für all diese Leute ist dieses Buch geeignet. Es ist ganz, ganz, ganz wundervoll, ganz großartig, sehr motivierend. Es ist jetzt kein reines Motivationsbuch. Es ist einfach wirklich auch ein Sachbuch, wo es um verschiedene Arten von Kreativität geht und um Wege geht, wie man zum Beispiel auch in einer Firma Kreativität fördern kann und inwieweit das eine Firma auch weiterbringt, wenn man kreative Leute dabei hat und die auch einfach mal machen lässt. Und wie überhaupt kreative Einfälle entstehen und so weiter. Also es ist ein rundum einfach ein ganz, ganz großartiges Buch, was ich allen Kreativlingen da draußen und eigentlich einfach jedem empfehlen kann. Dann habe ich Und in mir der unbesiegbare Sommer von Ruta Sepetys. Das ist ein Jugendbuch, in dem es um den Zweiten Weltkrieg geht. Ich bin keine Verfechterin von Zweiten Weltkriegsbüchern. Also ich bin da immer so ein bisschen, Zweiter Weltkrieg, nee, interessiert mich nicht. Aber dieses Buch, Leute, dieses Buch. Es heißt auf Englisch Between Shades of Grey. Vielleicht hat es da der ein oder andere schon mal gehört. So ging es mir zumindest. Und dieses Buch ist einfach, es ist einfach so emotional und so echt und so ehrlich. Es nimmt überhaupt kein Blatt vor den Mund. Also das ist auch so ein Buch, wenn man leicht weint beim Lesen, dann sollte man sich eine Riesenpackung Taschentücher daneben legen. Weil es ist brutal. Es beschreibt einen Vorfall oder etwas, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, wovon wir hier in Deutschland überhaupt nichts wissen. Ich hatte 8 Jahre Geschichtsunterricht. Wir haben fast jedes Jahr den Zweiten Weltkrieg durchgenommen. Und ich habe nie irgendwas davon gehört. Und zwar geht es hier um Litauen. Das Ganze spielt in Litauen und in Russland. Und zwar 1941. Da werden nämlich plötzlich ganz, ganz viele Leute aus Litauen, aber auch aus Estland und Lettland und so weiter deportiert nach Sibirien in Arbeitslager. Einfach so, die nichts getan haben, wo irgendwie nichts dahinter steckt. Und da sind Sachen passiert, das ist einfach, warum wissen wir das nicht? Also das war die eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe beim Lesen. Wieso habe ich davon noch nie gehört? Und es war auf jeden Fall krass, es war sehr brutal, es war aber auch einfach ehrlich und wirklich sehr, sehr emotional. Es berührt einen tief drin, weil die Autorin einfach einen unglaublich guten Schreibstil hat und tolle Charaktere erschafft, die eine eigene Stimme haben. Und diese Stimmen sind so eindringlich, dass man sie nie wieder vergisst. Ebenfalls ein sehr einzigartiger Autor ist Romain Puertolas mit Das Mädchen, das eine Wolke so groß wie der Eiffelturm verschluckte. Das ist der Autor mit den seltsamen, komischen, langen Titeln. Auch dieses Buch ist wieder ganz einzigartig und ganz besonders, was einfach an seinem Schreibstil und auch einfach an seinen Geschichten liegt. Denn sie sind so ein bisschen mit Magical Realism, würde ich fast sagen, magischer Realismus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das der korrekte deutsche Begriff dafür ist. Und zwar geht es hier um ein Mädchen, das Mukoviszidose hat. Es ist einfach ein fantastisches Buch. Es ist auch sehr kreativ. Wie gesagt, es ist sehr besonders, dieses Buch. Es ist einerseits unglaublich leichte Lektüre. Man liest es gerne. Und gleichzeitig gibt es aber einem auch richtig viel zum Nachdenken mit auf dem Weg. Das finde ich ganz große Klasse. Also da ist Romain Puertolas einfach ein absoluter Meister drin, Bücher zu schaffen, die kreativ sind und besonders sind und leicht sind und trotzdem einfach wirklich tiefgreifende, ja, Messages zwischen den Zeilen rüberzubringen. Und auch hier wieder ganz große Empfehlung. Wir haben es schon fast geschafft, nur noch 3 Bücher. Und das nächste ist Die Königin der Schatten, verflucht von Erika Johansen.
Das ist der zweite Band in der Tierling-Reihe oder Trilogie ist es, glaube ich. Und es ist auch wieder High Fantasy, aber auch etwas ganz Besonderes. Es ist jetzt nicht einfach Standard High Fantasy, sondern es geht um eine Königin, die nicht so ist wie andere Königinnen. Und Magie ist hier gar nicht so sehr der Fokus. Es ist sehr politisch. Und auch hier ist keine Liebesgeschichte irgendwie großartig mit drin. Es geht schon auch um Sexualität und Bedürfnisse, vor allem weibliche Bedürfnisse, finde ich ganz toll. Es ist aber nicht im Fokus. Also es ist nicht der Fokus der Geschichte, dass sie irgendwie Lust auf Sex hat zum Beispiel. Es ist im Fokus, was sie wirklich tut als Königin. Und hier in dem zweiten Band kommt eben auch noch dazu, dass es noch eine andere Charakterin gibt, die hier eine große Rolle spielt, wo ich jetzt nicht viel drüber sagen kann, weil ich sonst Spoiler. Aber auf jeden Fall, auch das ist wieder ein ganz, ganz besonderes Buch. Diese Reihe kann ich auch wieder mal nur empfehlen. Dann habe ich relativ am Anfang des Jahres noch dieses Buch gelesen. Am Ende bleiben die Zedern von Pierre Gervin. Und dieses Buch ist immer noch in meinem Kopf. Auch so, so viele Monate und so viele Bücher später. Dieses Buch dreht sich um den Libanon und um den Bürgerkrieg dort und um eine Familiengeschichte. Und es ist so gut geschrieben. Und auch hier lernt man wieder sehr viel über Geschichte. Auch viel, was mit dem Krieg jetzt in Syrien zum Beispiel zusammenhängt. Ich meine, Libanon ist ja direkt nebenan quasi. Und es hängt einfach auch viel mit der aktuellen Weltlage so ein bisschen zusammen. Man weiß nicht viel über dieses Land und über die Leute dort. Und man lernt sehr, sehr viel durch dieses Buch. Fand ich ganz wundervoll. Wie gesagt, damals nach dem Lesen habe ich mir gedacht, ja, super tolles Buch, aber jetzt bestimmt nichts, was mich lange beschäftigt, dachte ich dann. Und ich kann einfach nicht aufhören, daran zu denken. Also es ist wirklich jeden Tag denke ich an dieses Buch. Und das ist in meinen Augen einfach eine wahnsinnig große Leistung von Pierre Gervin, dass ich dieses Buch einfach nicht vergessen kann. Auch das nächste Buch hat mich sehr viel gelehrt und wird mich auch noch sehr lange begleiten. Und das ist Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Das habe ich ja gerade erst beendet im Dezember. Und ich habe sehr, sehr lange daran gelesen, denn das Buch hat 1280 bibeldünne Seiten. Und das war sehr anstrengend zu lesen, aber dieses Buch lohnt sich sehr. Also es ist eine Familiengeschichte über verschiedene Generationen mit 8 Hauptcharakteren, sage ich jetzt mal. Und es spielt in Georgien. Aber nicht nur in Georgien, und zwar über ein ganzes Jahrhundert hinweg, von 1900 bis heute. Und das ist einfach Wahnsinn. Und die Autorin hat das auch so gut geschrieben, die Charaktere sind so lebensecht, dass man denkt, man kennt sie persönlich, also man kennt die teilweise besser als die eigenen Freunde im Freundeskreis, so ungefähr. Und das ist einfach fantastisch, dieses Buch. Es ist wirklich einfach atemberaubend. Es hat mich wirklich teilweise da sitzen lassen und mich wirklich gefesselt. Und ich denke auch immer noch sehr, sehr viel an dieses Buch. Denn auch hier habe ich wieder viel über den Krieg gelernt und viel über das Leben in Georgien, viel über die Leute in Georgien. Und es ist einfach großartig. Auch das kann ich euch nur empfehlen, auch wenn 1280 Seiten ein bisschen einschüchternd sind. Aber sie lohnen sich sehr. Das waren meine besten Bücher aus 2016. Wie ihr schon gemerkt habt, es sind nicht alle Bücher 2016 erschienen, aber darum geht's ja auch nicht. Aber das waren so die Top 16 Bücher aus 2016. Hey, 16 Bücher? Hey, ist mir gar nicht aufgefallen. Super. Aber auf jeden Fall sind das meine großen Favoriten, die ich euch nur ans Herz legen kann. Ich habe auch wieder versucht, so eine bunte Mischung reinzubringen aus Sachbüchern, E-Book, Hörbuch, Belletristik, Fantasy, Jugendbuch. Ich habe versucht, das ein bisschen zu mischen und ich hoffe, es war vielleicht auch was für euch dabei, für eure Wunschliste. Vielleicht habt ihr auch eins der Bücher gelesen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten könnt ihr mich hier noch abonnieren und hier noch meinen Reisekanal. Und wir sehen uns zu meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!